Ah, seht, wir sind da. Das Schlachtfeld. Auf dieser Seite, im Westen von hier, liegen vor allem unsere Reiter und die Infanterie, die im ersten Ansturm gefallen ist. Und dort drüben, beginnen dann die letzten Hinterbliebenen von der Mersing. Da drüben könnt ihr sogar noch die Tatzelwürmer erkennen. Ja, Naja. das wird viel, viel zu tun. Haltet bitte Ausschau nach den Goblins. Ich würde ganz gerne direkt mit meiner Andacht beginnen und die Grabsägen sprechen. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch einige Gräber ausheben. Das ist natürlich noch besser. Aber wir sind hier. Vortrefflich, vortrefflich. Ich würde empfehlen, wir wechseln uns ab mit dem Gräber ausheben und umschauen. Ist denn wer dabei, der eher aufs Ausheben verzichten will? Ich denke da vor allen Dingen an die Herren Magier. Ich denke eher, ich werde besser ausheben als im Kampf stark sein. Also ich werde mich aufs Ausheben. Naja, ich Ich werde glaube, mich ein wenn wir wenig kämpfen, orientieren. dann sollten wir, glaube ich, alle die Grabung abbrechen, oder? Dann ja, Dem sehe ich auch so. Ich halt Wache. aber Wache halten bin ich auch nicht sonderlich. Ich werde es Michu gleich tun und mich ein wenig umsehen. Vielleicht auf einen der angrenzenden Hügel da hinten oder da in die Wälder mal schlagen und schauen, ob irgend das alles sauber bleibt. Ich werde euch selbstverständlich unterstützen, Bruder, und ebenfalls Gräber ausheben. Vielleicht könnt ihr mir noch das ein oder andere zeigen. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Das Ausheben ist nicht so sehr das Problem. Es dauert einfach lange. Das Sprechen hinterher, wenn man die Andacht beendet hat, das ist dann wesentlich komplizierter. Aber dazu kommen wir dann. Natürlich, ich kenne den Grabsegen, aber vielleicht habt ihr noch einige Feinheiten, die ich in meinen liturgischen Kenntnissen noch nicht gedacht habe. Ich werde eine Runde drehen und kann euch dann ablösen. Ja, wir sollten durchwechseln, dass wir nicht zu erschöpft sind, falls wir angegriffen werden. Warum macht ihr nicht ein großes Loch? Ja, genau. Also zwei verschiedene. Einmal die für unsere und einmal die für deren. Und nun, ich habe noch nie einen Drachen begraben. Ich glaube nicht, dass wir die begraben sollten oder dass wir einen. Nun, sie stinken. Ich weiß nicht, ob Drachen eine Seele haben und die dann zu Bohren einzieht. Das weiß ich nicht. Nun, ich kann euch aus glaubhafter Quelle versichern, dass sie wohl etwas Ähnliches wie eine Seele haben und manche Entitäten sehr an dieser Seele gelegen ist. Ach, Diese ihr hattet Viecher? gesagt, dass ihr in der Schlacht der drei Kaiser dabei wart, ja? In der Tat, der schwarze Drache. Stimmt, dann können wir uns auch gerne darüber unterhalten. Selbstverständlich. Ich kann euch gerne davon Sehr erzählen, wie. interessant. Also, Mithras, müssen wir ein Grab für einen Drachen ausheben? Nein. Ach, Gott sei Dank. Das ist ein bisschen groß. Ja, Brennt die eben. Drachen Ja, wirklich, einfach. wirklich. Da schwitzt sie schon vom Zugucken. Aber ja, ich sag's schon immer. Ich bin einer, der Platzsparend denkt, wenn er von Massengräbern spricht. Und Immer dein er. Seegrab. Ha! Da Dem muss man geht nicht mal einfach. buddeln. Dem geht einfach, dem ist so. Oder ein großer Scheiterhaufen. Ich würde mal über das Schlachtfeld gehen und mir die Kampfspuren ansehen, die getöteten Drachen insbesondere, und überlegen, was ich so zu diesem Schlachtfeld weiß, weil das wird ja durchaus in der Wildermark umhergegangen sein, dass hier gekämpft wurde. Gekämpft wird immer in der Villamark, aber du kannst gerne mal eine Sagen- und Legendenprobe machen. Oder Kriegskunst? Nee, Kriegskunst nicht, Sagen und Legenden. Okay. Spezialisierung Wildermark würde zählen, wenn du Sagen und Legenden aus der Wildermark eben spezialisiert hast. Sollte ich mal machen. Okay, nee, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, in dieser Region wart ihr noch nicht aktiv, vor allem auf der Südseite vom Dergel, beziehungsweise am Dergel, da hast du viele Erfahrungen gesammelt, aber so weit im Norden, das ist das letzte Ende von Dapazien, wo es dann irgendwann zu Weiden übergeht, das ist schon speziell. Aber von Varena von Mersing hast du wohl schon gehört. Also die Drachenmeisterin kennst du aus, die hat im Jahr des Feuers hat die eine ganze Menge Chaos gestiftet. Und war wohl auch schon in einer Burg, die ihr vor kurzem erst besucht hattet. Also auch da waren ihre Zeichen zu finden. Spannend. Der Corvinstein. Ja, ich erinnere mich an die Burg. Das war dort, als wir, also ich rede so ein bisschen mit mir selber, überlege, dass das damals war, als wir die Heshtots bekämpft haben.
Und murmel so vor mich hin und dann werde ich mich in die Wälder schlagen oder am ehesten auf die Hügel außenrum und ein bisschen schauen, Ausschau halten, ob irgendwie Gefahr droht. Ja, du siehst immer mal wieder und auch deine Hündin schlägt das an, immer wieder Goblins, die auf Entfernung bleiben. Kommen aber nicht zu euch ran, sehen wohl auch nicht gefährlich aus, sondern sowas wie Speer. Ja, also die kannst du wahrnehmen, die sind hier auf alle Fälle. Und dann winke ich mal. Während ihr, ja, sie winken nicht zurück, sie gehen dann wieder in Deckung. Während ihr wartet und jeweils dann Gräber aushebt oder nur kundschaftet, könnt ihr sehen, wie sich der Himmel nach und nach zuzieht und es dann langsam anfängt, dicke Tropfen herabzuregnen, was das Ausheben der Gräber natürlich unglaublich widerlich macht, gerade wenn es so kalt ist. Wir haben jetzt zwar nur Mitte Effort, aber schon ungemütliches Wetter. Wollen wir vielleicht pausieren, bevor uns die Gräber volllaufen? Es spült ja nur die Ränder runter, dann müssen wir es wieder ausheben. Er hat das Wetter bestellt. Es ist eine mühsame Arbeit und ein trauriger Anblick, aber seid unverzagt. Wir werden das hier auf kurz oder lang gestemmt kriegen und nun, selbst ein Baron wie ich ist es sich nicht zu schade, hier anzupacken. Lasst mich mein Kettenhemd hochkrempeln und ich helfe euch. Schade, dass Kasim nicht da ist. Er hat einen Zauber für sowas. Mit strahlendem Sonnenschein wird die Sache viel einfacher. Wie kommen wir denn voran, euer Gnaden? Das erste Grab haben wir gerade schon gemacht. Ich beginne gleich die Andacht. Die Weihe der letzten Ruhestätte. Dann müssen wir noch einmal da drüber. Wenn ihr mögt, ich habe hier noch zwei Vademeka, die ich euch geben kann. Also wenn ihr mitsingen mögt, die Prozession hier. Natürlich. Dies Jahr sei dein. Dieser Grund sei heiliger Grund. Und damit fängt er so einen kleinen Choral an und würde euch dann so ein bisschen ermutigen, auch mitzusingen, wenn ihr mögt. Steht, wie gesagt, alles dann in die Vademeka drin. Und könnt dann um dieses erste große Massengrab herumstehen. Er schwenkt so ein bisschen seinen Schwenker mit dem Weihrauch drin. Und ja, es ist gerade jetzt mit diesem Regen, es ist so eine richtige Friedhofsstimmung. Der Himmel ist schwarz, Sonne ist verhangen. Travigor würde vollbrünstig mitsingen und ihm im Gänsemarsch hinterherlaufen. Ja, ich würde halblaut mitsingen. Ein bisschen mehr Pietät als Vigor an den Tag legt. Gleiches tue ich und froh, nicht mehr buddeln zu müssen. Jetzt ein wenig singen. Boron ist eher einer von den beliebteren Göttern bei mir. Micho sucht nach Ringen an den Fingern der Toten. Möchtest du was klauen? Wenn es was gibt. Ja, gibt es. Also es sind wohl eine Menge Ritter dabei, Infanterie, die ist dann wohl eher mit Plattenpanzerhandschuhe oder sowas bekleidet oder irgendwie so eine Kettenrüstung. Aber vor allem die Ritter, die gestorben sind, werden eine ganze Menge noch an Dingen dabei haben. Also wenn du möchtest, Taschendiebstahl. Oh. Oder sieht gut aus, würde ich dir auch erleichtern, weil aktuell niemand... Warte mal, das war... Tanzen. Ach, aber er tanzt jetzt nicht auf den Gräbern, glaube ich. Das wäre etwas unrespektvoll. Das wäre pietätlos. Was war's erst? Soll ich nochmal würfeln oder ordnen wir das neu? Was hast du für ein THW? Würfeln wir nochmal. Also ich habe ein THW von 1. Ja, nicht so. Ja, also wie gesagt, ich hätte dir einen kleinen Bonus gegeben, aber du wirst nicht das Auge von dem Burrengeweihten spüren. Wohl aber von Tau? Ich auch. Dann reißt man gerade an so einem Panzerhandschuh rum. Was tust du da? Weißt du, was das wert ist? Nein, das interessiert mich auch nicht. Es gehört einem Toten. Einem Toten gehört gar nichts. Der ist tot. Aber er braucht's doch eventuell... Oder was willst du mit dem dich bereichern in dem Tal eines Toten? Na, dem verkaufen wir. An wen? An irgendeinen. Ist völlig egal, an wen. Aber was machst du dir Gedanken? Ja. Ja, wenn du meinst.
In seinem neuen Leben wird es nicht brauchen. Aber jetzt hilf mir doch mal, dem geht gar nicht ab hier. Ich glaube, du musst einfach die Schnallen öffnen. Da unten, siehst du? Da. Ho! Dem ist eine gute Idee. Ich verschränke dem Toten noch die Hände vor der Brust, nachdem Mycho seine Panzerhandschuhe entfernt hat. Aber lass das den Boroni nicht sehen. Dem ist eh ein bisschen komisch, gell? Ja, er verehrt die Toten, aber die Toten kriegen doch eh ihr neues Leben, geschenkt von Zar. Aber alles muss enden, um es neu beginnen zu können. Ja, keine Ahnung, wie auch immer. Viel zu viel. Ihr macht euch viel zu viel Gedanken. Einfach leben und los. Ach, diese Unbekümmertheit. Euer Gnaden, Baroni Fatius, wenn ich fragen darf, meint ihr, wir schaffen das heute noch oder sollten wir eine Übernachtungsmöglichkeit suchen? Nein, also der Weg von hier, ich meine, es ist ja noch nicht so sehr spät, es ist halt nur dunkel. Der Weg von hier geht nochmal 2 Stunden zurück, vielleicht 2,5, wenn wegen den Matsch und so, aber nein, ich glaube, wir können auf alle Fälle noch die andere Seite schon mal betrachten. Ob wir ein weiteres großes Massengrab ausheben, schmerzt mich zutiefst, aber nun betrachten wir auf alle Fälle mal die andere Seite und dann machen wir den Rest morgen. Dann sehen wir uns das Ganze einmal an. Das Schlachtfeld wird sich ja nicht in Luft auflösen in der nächsten Zeit. Daher gehen wir es langsam an. Nein, wohl nicht. Und ich habe wohl gehört, dass dort drüben, seht ihr auf der anderen Seite des Schlachtfelds die Ruine? Das war wohl mal der Bausenberg. Mittlerweile wohl nur noch Raufenberg geheißen, aber da soll wohl auch schon jemand bestellt sein vom Gastellan. Da soll wohl ein Pfeil des Lichts sein. Und dort aus droht uns also keine Gefahr von Geistern. Ein Pfeil des Lichts? Ich habe das gehört, ja. Oh. Nun, die verstehen ihr Werk. Dann sollten wir vielleicht noch einmal kurz mit dem Pfeil sprechen, bevor wir heimkehren. Ich glaube, sie hatte um Ruhe gebeten, das, was ich verstehen kann. Wie gesagt, normalerweise ist es meine Aufgabe, dass ich mich um Geister kümmere und sie wird wohl jetzt einen anderen Anspruch daran haben. Sie war sehr herrisch, wie das Pfeile des Lichts so nun sind. Nun, soll man da sagen, aber immerhin verstehen sie es. Tja, ich werde, wenn sie damit beendet ist, werde ich auf alle Fälle auch nochmal zum Bausenberg, dem Raufenberg gehen und mir ihr Werk betrachten. Aber das wird dann einen anderen Tag geschehen. Natürlich. Also gut, dann, ich habe gehört, dass diese Tatzelwürmer ganz erbärmlich stinken. Schaut da drüben, da sind 3. Gehen wir mal rüber. Jetzt geht doch vor. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit Bruder Boronifatius auf die andere Seite des Schlachtfeldes treten und könnt dann in Richtung der 3 Tatzelwurmleichen gehen, die Varina von Mersing hier zurückgelassen hat. Ihr könnt nach und nach weiter herangehen und der wirklich absolut widerwärtige Gestank auch im Untod oder im Tod begleitet diese Kreaturen. Das ist faszinierend. Das stinkt furchtbar. Ja, stinkt wie der Brabacker König. Aber seht die, diese Muskulatur, die noch an den Knochen klebt. So schlimm riecht's auch gar nicht. Ich hätte gedacht, dass sie viel größer sind. Ich bin etwas verwundert. Die sind ja vielleicht 3 Schritt, 2 Schritt. Ich weiß es nicht genau. Bruder Boronifatius, würdet ihr wohl etwas Weihrauch anzünden? Oh, dieser Geruch. Ach, stellt euch doch nicht so an. Das ist ein bisschen. Ja, wartet einen Moment. Den Schwenker. Und er tritt aber ein bisschen weiter heran und zündet noch einmal seinen Silberschwenker an, um den geheiligten Weihrauch hier zu verströmen. Oh, das ist gleich viel besser. Oh, hui. Tau würde seinen Notizblock ziehen und Skizzen anfertigen von der Muskulatur. Es muss ja eine riesige Schlacht gewesen sein. Ich bin bloß froh, dass sie tot sind. So muss man das sehen. Es sind Tatzelwürmer, aber es sind immerhin tote Tatzelwürmer.
dass das wohl war. Ja, es wäre noch viel faszinierender, wenn sie noch leben würden. Ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, von so einem Viech angefallen zu werden. Auf die Faszination kann ich verzichten. Aber wie sie sich bewegen. Ja. Muskeln ineinander spielen. Was? Bewegen? Und während du es sagst und Bonifatius das Ganze wiederholt, könnt ihr erkennen, wie eine der skelettierten Tatzelwurmleichen sich erhebt und euch aus toten Augen mustert. Vor allem den Weihrauchschwenker und dann losstirbt. Initiative. Du musstest es ja sagen, oder? Das kam unerwartet. Ich habe Angst. Was sind da nochmal meine Erschwernisse? Oder kriege ich einfach nur Panik und renne? Angst vor Untoten? Ja. Dann ist jetzt alles, was du tust, um 4 Punkte erschwert. Yay! Also auch Ansagen. Genau, zusätzlich hat das Nekrophagion, ein untoter, skelettierter Tatzelwurm, eine Schreckgestalt. Dementsprechend bitte eine Mutprobe, um handlungsfähig zu bleiben. Das können wir als erstes tun. Ich muss mir gerade mal die Initiative von dem Nekrophagion ist 6 plus 1 W6 und ich habe gewürfelt eine 2, dann bin ich bei der 8. Nicht der Einzige, der es nicht geschafft hat. Ja. Nachdem du es das letzte Mal bei Morudal mit so einem krassen Erfolg geschafft hast, musst du halt jetzt mal Angst haben. Adel verpflichtet. Adel verpflichtet zur Angst. Ja, du, stimmt, du kannst chippen. Der Tatzelwurm auf der 8 dreht sich in eure Richtung und macht eine Bewegung. Ich würde gerne vorziehen. Ja. 1 zu 10, ne? Also ja. Das Kampfgeld ist nicht so groß. Alles klar. Meine Frage erstmal. Ich habe mich ja den ganzen Tag mit den Boron-Geweihten unterhalten. Weiß ich über seine Liturgien Bescheid, die er beherrscht? Ich als Geweihter wahrscheinlich nicht alle, nee. Was möchtest du denn wissen? Ja, ich hätte gerne den Bann, also ob ich weiß, ob er den Bannfluch des Heiligen... Den hat er quasi schon gesprochen, eben. Ah. Okay. Gut. Also das ist der Grund, warum dieser Drache jetzt gerade aufsteht und angreift. Okay, interessant. Ja, dann der Drache kommt also direkt von vorne auf uns zu, nehme ich an. Tausch stand eben an diesem Drachen, hatte das Muskelgewebe betrachtet und er hier kommt jetzt auf euch zugerannt, beziehungsweise vor allem auf Boronifatius. 3. Ja, ich zieh vor. Ich hatte ja gesagt, ich zieh vor. Ja, genau, Mita, so, hau. Genau, ich ziehe in der ersten Aktion mein Säbel und würde in der zweiten Aktion 1 zu 10, oder? Dann 1 zu 10, genau. Gehe ich bis hierhin. Und hoffe, dass die anderen clever genug sind, das jetzt auch zu machen. Dann bin ich auf der 8. Andere wollten auch vorziehen. Ja, Schwertziehen mache ich. Ich habe kein Schnellziehen, das heißt, es dauert eine Aktion. Midas, warst du auf der 11 oder auf der 21? 21. Okay, dann lösche ich den anderen. Okay, Geron, zieht sein Schwert. Nächste Aktion. Ich kriege keine zweite durch, bevor er dran ist. Doch. Wenn du 8 Punkte nach ihm handelst, vor ihm handelst, dann auf alle Fälle. Ja, weil er auf der 8 ist. Dann laufe ich vor zum Geweihten. Ja, das sind noch freie Aktionen. Ja. Dann hast du auf alle Fälle noch eine Parade offen, wenn du willst. Genau, das würde ich als Parade behalten. Gut. Die anderen vorziehen? Waffe ziehen. Waffe ziehen? Waffe ziehen. Waffe ziehen. Gut, was heißt es denn, dass ich eingeschüchtert bin? Heißt es, ich renne weg oder habe ich Abzüge? Ich würde dir einfach Abzüge geben, und zwar 3 Punkte wegen Schreckgestalt 1. Das ist eine Mutprobe erschwert um 3 und dementsprechend alle Sachen eben auch um 3 erschwert. Passt. Und das hält auch nur, bis du den ersten erfolgreichen Schlag gegen das Viech gemacht hast. Ja, also 1W6 auf Kampfwerte. Ich würde jetzt einfach eine 3 ansetzen.
Gut, dann Tatzelwurm ist dran und würde, hat er sich umgedreht in eure Richtung. Der Kampf hatte begonnen und er setzt zu einem sowas wie einen Sturmangriff an. Die 4 Meter hat er gerade so. Das heißt, er kommt auf Bonifatius zu und schnappt nach dem Geweihten. Dann würfel ich einfach mal meinen W20. Schauen wir mal, was er trifft. Die 5 sollte auf alle Fälle gelungen sein, trotz des Sturmangriffes. Er würde beißen auf die 12 und macht 1 W6 plus 4 und mit seiner Geschwindigkeit von 3. Wow. Er hat eine Geschwindigkeit von 3, das heißt, er macht super viel Schaden. 1 W6 plus 4 plus halbe Geschwindigkeit sind 2, 6, 7 und eine 4, glaube ich. Boronifatius taumelt ein bisschen zurück, wurde angerempelt, angedockt und lässt den Schwenker fallen. Dann, 8 ist durch, Matamycho. Aktion, Bewegung nach vorne. Mhm. Das ist eine Aktion, Position. Der Drache hat schon alles an Aktionen durch, dementsprechend du jetzt aber auch mit Waffe ziehen. Dann 15, ja. 16 Tau. Ich würde mich zu Travigo begeben und versuchen, auf ihn einzureden. Travigo, was ist mit deinem... Wieso schaust du so? Bei den Niederhöhlen. Ich ziehe mein Schwert und gehe zaghaft ein paar Schritte nach vorne. Er ist tot, er kann dir nichts mehr tun. Damit würde meine Aktion auch weiter verfallen. Travigo, hat sich einmal, genau. Einmal Schwert gezogen? Genau, zieht Schwert, geht ein paar Schritte nach vorne. Ja, das waren jetzt 2 Schritte, das waren freie Aktionen. Kannst du dich noch weiter bewegen, wenn du willst? Okay. Deine Geschwindigkeit sollte irgendwie 8 oder 7 sein, je nachdem. Wie ist der Maßstab nochmal hier? 1 zu 10. Okay, jo, dann... Kannst du dich auch daneben stellen. Komme ich beim Geweihten durch, damit ich den so ein bisschen schützen kann? Ja, doch. Das oder sind jetzt 4 Meter. Oder? Ja, genau. Kannst du an ihm vorbeilaufen, okay. An ihm vorbeisprinten, an Ardo vorbei und dann kannst du dich da hinstellen mit 6 Metern. Das sollte wohl drin sein. Ardo. Bruder, zur Seite! Und dann renne ich vor den Geweihten. Mhm. Geron hat noch eine Aktion? Ich würde versuchen, nach dem Schwenker zu greifen, dass der nicht unter das Vieh gerät oder im Kampf irgendwie beschädigt wird. Jetzt, wo ich so viel Unterstützung zu meiner Seite habe. Ja, machen wir eine Fingerfertigkeitsprobe. Sehr gerne. Das sieht gut aus. Der Kerzen, der Schwenker mit dem heiligen Weihrauch ist ihm gerade aus der Hand geglitten. In einem hohen Bogen fliegt Boronifatius in den Matsch. Und während der Schwenker noch kurz vor dem Aufprall, kannst du dich abrollen, ihn fangen. Deine Robe ist jetzt halt schmutzig, aber du bist ein Leibmagier, ist nicht so schlimm. Midas hatte schon vorgezogen und ist durch. Ich habe hier noch 2 freie Aktionen und ich würde rufen, zu mir. Gut, was tut Mara? Ist kein Kampfhund, geht hier hinten Stellung und passt auf. Okay, gut. Wollte ich nur wissen, dann ist sie für den Kampf nicht weiter relevant. Ja. Nächste Kampfrunde, die 8. Ich würde ganz gerne beißen. Ich ziehe vor. Ich beginne mit einem Schutzsegen. Mhm. Und zwar an der Position, an der ich stehe. Das ist Grad 1. Ich denke, ich handle aus einer Notlage heraus, oder? Ja, ein Geweihter wird angegriffen schon. Ja, das ist eine Notlage, ist okay. Alles klar. Ansonsten denke ich mal, gibt es keine weiteren... ja, würfel einfach mal. Ja, ich würfel jetzt einfach mal meinen Literaturkenntniswert. Du musst den Schutzsegen gegen eine spezielle Wesenheit titulieren. Ey, das ist offensichtlich. Ich wirke ihn gegen Untote. Gut, ich wollte das nur einmal noch gesagt haben. Natürlich. Hättest ja auch, also ich meine, gegen Drachen geht nicht, weil der Schutzsegen nicht gegen Drachen funktioniert. Vielleicht ist sie auch ein Dämon, vielleicht ist sie kein Untoter, aber ich wollte es mal hören. Ja, wie gesagt, Untote. Gut, was tut der Schutzsegen? Der kommt erst in 10 Aktionen durch, das mache ich dann, wenn es soweit ist, das ist ein Stoßgebet. Der Geweihte markiert den zu segnenden Bereich, je nach Kult mit dem Schwert, Grab, Erde oder Blüten. Ich würde in dem Fall Silberstaub verstreuen. Dann schlägt er das Zeichen seiner Gottheit,
Der markierte Bereich wirkt für eine bestimmte Art unheiliger Wesen, zum Beispiel eine bestimmte Art Dämonen, wie Hashtag-Team, als einfach Gewalt. Die Art wird während des Sprechens ausgewählt, muss aber weder explizit benannt, noch der oder dem Gewalten bekannt sein. Als unheilige Wesen gelten in diesem Fall Dämonen, Chimären, Golems, Untote und Vampire, die es bei uns nicht gibt. Je nach Gottheit, kann das nach Maßgabe auch für andere Wesen gelten. Okay, dann fängst du an, den Kreis einmal zu umschreiten und mit Silberstaub das Ganze einmal einzuziehen. Genau. Das war deine vorgezogene Aktion, und zwar 10 bei 9. Genau. Jetzt siehst du keine Linie. Weil es ein Kreis ist. Genau. Okay. Dann Tatzelwurm 8. Ich beiße zu, Bonifatius. Gut, alles klar. Ich würde gerne vorher noch einmal zuschlagen. Jo. Ist deine Waffe magisch? Ja. Nein, es handelt sich um ein normales Schwert. Okay. Kampf da. Untote sind resistent gegen Schwerter.